Ein herzliches Eid Mubarak, meine lieben Geschwister. Eid ist ein Tag der Freude. Ein herzliches Eid Mubarak, meine lieben Geschwister. Es ist unser Festtag. Ein herzliches Eid Mubarak, meine lieben Geschwister. An diesem Tag nehmen wir uns Zeit für die Familie und besuchen unsere Verwandten. Wir beschenken uns gegenseitig und feiern gemeinsam. Das ist ein Teil unserer Kultur. Und wir sollten uns auch gegenseitig beschenken. Aisha radiallahu anha berichtet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, beschenkt euch gegenseitig, denn die Geschenke entfernen den Groll aus eurer Brust. Auch hat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgelebt, wie wir diesen Festtag gebührend feiern. Es ist die Sunna des Propheten alaihi salatu wasallam und wir werden dafür belohnt, wenn wir es ihm gleich tun. Frühmorgens nehmen wir Ghusl und ziehen unsere beste Kleidung an. Bevor wir das Haus verlassen, essen wir einige Datteln. Auf dem Weg zur Moschee sagen wir den Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Nach dem Eidgebet gratulieren wir uns mit den Worten Taqabbalallahu minna wa minka. Wallahi, der Eid stiftet Freude und Ruhe im Herzen. Doch der Eid ist auch ein Tag der Vergebung. Deshalb sollten wir unsere Konflikte beilegen und uns mit unseren Mitmenschen versöhnen. Ob du im Recht bist oder im Unrecht, solltest du heute dein Herz öffnen und den Groll aus deinem Herzen entfernen. Denke nicht, ja, aber bei mir ist es anders. Nein, mein lieber Bruder, nein, meine liebe Schwester. Allah subhanahu wa ta'ala wird uns für unsere Vergebung belohnen und die andere Person wird sich ebenfalls freuen, inshallah. Meine lieben Geschwister, an diesem besonderen Tag sollten wir unsere Beziehungen noch intensiver pflegen und den Muslimen mit Liebe und Barmherzigkeit begegnen. Wenn du jemanden kennst, der Muslim ist, du ihn aber aus irgendeinem Grund nicht sehr magst, dann geh heute zu ihm hin und sage mit einem breiten Lächeln, Eid Mubarak, mein Bruder, und umarme ihn. Meine lieben Geschwister, Eid ist ein Tag, an dem wir Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sein müssen, dass er uns den Ramadan erleben hat lassen und dass wir diesen Monat erfolgreich gemeistert haben. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, und euer Herr verspricht, wenn ihr euch dankbar zeigt, dann werde ich euch gewiss mehr Gaben geben. An diesem Tag feiert weltweit die gesamte muslimische Umma Eid und Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt uns, ein Teil dieser ehrenhaften Umma zu sein. Mit Stolz und Ehre können wir sagen, Alhamdulillah.